Willkommen. Willkommen zum Ende der Realität. Ja, es ist ziemlich verrückt. Ich fühle mich so, als hätte ich heute erst irgendwie, wäre ich hier angekommen und jetzt sind wir schon im Closing. Geht euch wahrscheinlich genauso. Ist immer eine sehr kurzweilige Veranstaltung. Und meine Güte, was haben wir alles erlebt, als wir hier waren. Ich weiß nicht, für wen war das dieses Mal die ersten MMCD? Wer hat hier zum ersten Mal? Wow, so viele. Und hat es euch gefallen, was ihr jetzt erlebt habt bis vorm Closing? Ja, ich würde jetzt am liebsten auch weitermachen mit der Veranstaltung, ehrlich gesagt, weil so richtig am Ende fühle ich mich noch gar nicht. Und normalerweise ist immer, wenn man hier im Closing steht, nach den 3 Tagen durchschuften und sehr vielen Baustellen fixen, ist man hier immer ziemlich fertig. Ja, ja, aber so ist das. Ja. Leider haben wir die Veranstaltung hier immer nur bis zum Sonntag und deswegen auch nochmal danke an die Uni, dass wir das hier machen können und dürfen über das ganze Wochenende und irgendwann ist es halt vorbei. Ja. Da muss man einfach der harten Realität auch wieder ins Auge blicken. Aber schön, dass ihr alle dabei wart. Was haben wir denn alles erlebt? Also ich meine, die MMCD, das war jetzt das 19. Mal oder das 19. Jahr, wo die MMCD stattgefunden haben. Die MMCD waren wieder 2023 ein großartiges Event und es ging ja schon Freitag los. Ihr habt es mitgekriegt, wir haben hier direkt danach im großen Saal haben wir spannende Vorträge über Softwaresicherheit oder auch über irgendwas mit der Eisenbahn. Morgen haben wir die Weltpremiere der Volt Cola Zero, die es nirgendwo sonst auf der Welt gibt, außer bei uns und zwar erst ab morgen. Ja. Lauter so Sachen, die es zum ersten Mal überhaupt gibt, hatten wir alles hier auf der MMCD. Und das ist tatsächlich was man gar nicht oft genug sagen kann, wie großartig das ist, dass ihr das miterleben durftet alles. Dass ihr es geschafft habt, dabei zu sein, als einer der wenigen Menschen bei den MMCD dieses Jahr dabei gewesen zu sein. Deswegen toll, dass ihr da wart. Vielen Dank dafür. Die Statistik, also normalerweise im Closing gibt es ja immer ganz viel Statistik, die haben wir jetzt irgendwie nicht liefern können, weil wir so beschäftigt waren mit dem ganzen Event während dem ganzen Wochenende, dass wir es irgendwie nicht geschafft haben, die Zahlen zusammenzufassen. Wir würden die, glaube ich, im nächsten Opening einfach nachliefern. Vielleicht machen wir das so. Ist das ein Kompromiss? Okay, machen wir das so. Danke für euer Verständnis. Ihr müsst wissen, die MMCD sind ja ein wilder Haufen von Menschen, die irgendwie dann immer darauf bestehen, dass ich mir das hier angebe, die Opening- und Closing-Veranstaltung. Demzufolge dürft ihr aber nicht vergessen, dass es hier auch noch andere Menschen gibt. Und ich finde es gut, ihr wisst ja, dass ihr Erfahrene seid und dass ihr jetzt so viele Tage schon auf einem MCD seid. Wenn ihr Menschen mit, dieses Jahr ist es rosa, so ein rosa Badge seht, das sind Menschen, die habt ihr fragen können, wenn ihr irgendwelche Fragen zur MMCD hattet. Das heißt, auf die seid ihr zugegangen in der Zeit, wo ihr hier wart, während vorm Closing. Und wenn ihr irgendwas nicht versteht oder irgendwas euch komisch vorkommt, dann ist das Absicht. Und ihr dürft trotzdem fragen, warum das so ist. Eine Antwort haben wir aber meistens nicht gehabt damals, als ihr gefragt habt. Genau. Aber was ist noch so zu erzählen? Die MMCD waren auch dieses Jahr wieder großartig, aber sie waren noch großartiger als sonst. Was uns auch ganz klar wieder zeigt, dieses Jahr waren es wieder mal die allerbesten MMCD und die beste MMCD aller Zeiten. Von daher. Das liegt an vielen Dingen, am wenigsten an mir. Das liegt ganz viel daran, dass die ganzen Menschen, die in der Orga beteiligt sind oder auch so an der Orga vorbeischnuppern oder wie auch immer, auf jeden Fall irgendwie sich hier bei dieser Veranstaltung einbringen, spontan da sind, die spontane Ideen verwirklichen und normalerweise sind wir dann die letzten Personen, die sagen, nee, das machen wir nicht. Eigentlich haben wir das noch nie gesagt, das ist vielleicht auch ein Problem, aber andererseits kommen dabei auch ziemlich coole Sachen raus. Also hier sitzt gerade Watson vor mir, Watson kam auf die Idee, auf der GPN haben die Kaffee gemacht, wir sollten auch Kaffee machen. Da haben wir uns zusammengesetzt, haben gesagt, naja, also was die GPN kann, naja, machen wir besser. Und dann haben wir jetzt da unten irgendwie so eine riesen Kaffeebar mit einer richtigen Kaffeemaschine, ihr könnt ja noch lernen. So, nur um die Erwartungshaltung mal hochzusetzen, weh, der Kaffee schmeckt nicht. So. So läuft das hier. Ihr wisst jetzt, wer schuld ist. Nein, Quatsch, aber das ist genau das. Und das ist ja auch das ganze Modell. Wir lernen dazu, alle anderen lernen dazu. Und zusammen haben wir einfach in der Chaos-Familie richtig großartige Events. Und ich freue mich, dass wir als MMCD und alle, die bei der MMCD beteiligt sind, ein Teil dieser Chaos-Familie sein dürfen. Und dass so viele Menschen erstens sozusagen auch ihr erstes Chaos-Event mit uns erleben. Ist ja auch gut, gleich ganz oben einzusteigen von der Qualität. Und das andere ist Nein, Quatsch. Und das andere ist tatsächlich, dass mich auch freut, dass wir jedes Jahr ein so schönes Event haben dürfen. Und auch dieses Jahr war es wieder toll mit euch. Vielen Dank, dass ihr alle dabei wart. Ja, was gibt's noch zu sagen? Was habt ihr noch alles erlebt? Ich meine, wenn ihr einen Vortrag hier gehalten habt während den MMCD, dann habt ihr wahrscheinlich die
sagenumwobene Speakers Lounge erlebt. Man weiß natürlich nicht, was da passiert und was happened in Speakers Lounge, stays in the Speakers Lounge, aber es soll schon einzelne Fotos gegeben haben, die daraus geleakt wurden. Und wenn ihr es immer noch nicht begriffen habt, warum ihr hier einen Vortrag halten wollt, dann solltet ihr mal gucken, ob euch jemand mal in diese Speakers Lounge reinschmuggelt, dann habt ihr verstanden, was ihr beim nächsten Jahr machen müsst. Ich bedanke mich bei den ganzen Menschen, die hier Vorträge eingereicht haben. Wir haben viele annehmen können, wir haben auch tatsächlich viele auch ablehnen müssen, also wir haben auch nur beschränkt Platz und ich freue mich, dass die Leute, die einen Vortrag eingereicht haben, denen wir eine Chance geben konnten, hier einen Vortrag zu machen, ein so tolles Konferenzprogramm zusammengestellt haben. Danke dafür, dass wir so viele tolle Vorträge sehen durften während der Zeit, wo wir hier waren. Danke an euch alle. Ja, aber ich habe ein bisschen erzählt, was haben wir erlebt übers Wochenende. Was haben wir erlebt, war auch zum Beispiel am Freitagabend. Mir wurde zugetragen, es gab da einen Kurs, wo Menschen, die sich mit Gameboys und Musik auskennen, irgendwie einen Workshop gegeben haben, wie man mit Gameboy Musik machen kann. Das soll wohl am Freitagabend irgendwie in der Lounge stattgefunden haben. Da habt ihr bestimmt alle erlebt. Soll sehr gut gewesen sein. Also wenn ihr das nicht erlebt habt, solltet ihr vielleicht hingehen. Alle starren an die Decke. Das kann natürlich im Stream niemand erkennen, aber ja. Ist auch egal. Auf jeden Fall, der Freitag war sehr lange, wie ich gehört habe. Der Samstag war ein sehr langes Vortragsprogramm und trotzdem gab es noch abends eine sehr, sehr lange Party, wie ich gehört habe. Danke da auch nochmal an die Menschen, die sehr spontan sehr viel Technik hier vorbeigebracht haben und die magisch erschienen ist, die dafür gesorgt hat, dass wir eine sehr entspannte und trotzdem großartige ein Randprogramm neben dem Vortragsprogramm noch haben durften, um einfach das Gelernte in den Vorträgen, dass ihr das alles auch gut verarbeiten konntet. Genau. Ihr habt das ganze Wochenende über das Frühstück genossen. Danke an die ganzen Menschen, die an diesem Frühstück beteiligt sind, die wieder mal einkaufswagenweise Zeug hier vorbeigebracht haben. Und was mich ganz besonders gefreut hat, dass wir es dieses Jahr zum ersten Mal geschafft haben, dass sowohl das Frühstück als auch die Speakers Lounge komplett auf Fleisch verzichtet haben, dass wir zumindest diesen kleinen Beitrag leisten konnten. Auch wenn Menschen sich den Serrano-Schinken gewünscht haben, haben wir darauf verzichtet. Wir lernen auch dazu. Ja. Aber die MMCD wären nicht nur großartig wegen den Menschen, die im Vorfeld so viel machen, sondern die sind auch deswegen großartig, weil ihr übers Wochenende unglaublich viel geengelt habt. Danke nochmal dafür, dass ihr das alle gemacht habt. Ich habe nie jemanden erlebt, der einfach nur im Vortrag saß. Alle haben währenddessen noch irgendwie T-Shirts gebügelt oder also so typische Engelschichten halt oder Tassen geputzt. Ja. Danke, dass ihr das gemacht habt. Danke, dass ihr das ganze Wochenende über hier mitgeengelt habt. Danke, dass ihr euch auch am Freitag direkt nach dem ersten Vortrag noch, falls ihr es vergessen habt, direkt im Engelsystem registriert hattet und euch dann direkt ganz viele Schichten geklickt habt. Wir haben es gesehen und danke dafür, dass ihr das gemacht habt. Ohne euch hätten wir dieses Event nicht so toll hingekommen, wie es ist. Genau. Die MMCD 2023 gehen jetzt auch ein bisschen zu Ende. Das tut mir sehr leid. Ja. Wahrscheinlich kommt da gerade irgendwie die Kaviar-Lieferung für die Speakers Lounge. Das kann ja mal passieren. Kaviar ist kein Fleisch. So. Ja. Danke auch an das Eventforum, dass es hier ein großartiges Telefonnetz gegeben hat während dem ganzen Wochenende, was schon am Freitag funktioniert hat, wie wir gerade gehört haben, in dieser Erinnerung aus der Vergangenheit. Ja, und tatsächlich, mir bleibt immer nur bei diesen Events hier zu sagen, ja, es gibt Menschen, die sich im Vorfeld sehr viel Zeit investieren und sehr abstruse Ideen in irgendwie Amazon-Warenkörbe oder Choose-Your-Own-Shop-Warenkörbe verwandeln und dann spawnen irgendwelche komischen Dinge. Das ist auch dieses Jahr wieder sehr viel passiert. Ja? Unser Hausflur konnte ein Lied davon singen. Unsere diversen Paketdienstleister konnten ein Lied davon singen. Und auch der Fachbereich Informatik der TU Darmstadt beziehungsweise die Poststelle konnte ein Lied davon singen, was hier alles für Sachen so ankommen. Ja? Man kann ja auch einfach mal 30 Liegestühle bestellen. Natürlich kann man das. Haben wir auch. Gab es halt ein gutes Angebot. Dann sind sie halt jetzt da gewesen übers Wochenende. So ist das manchmal. Nein, aber das ist alles die Vorbereitung. Aber die Vorbereitung geht im Prinzip an Tag
1 zu Ende oder auch vielleicht schon an Tag 0 und dann übernimmt, dann hört die Vorbereitung auf und das Event beginnt. Und das Event ist nicht die Menschen, die im Vorfeld irgendwie zufällig Kontozugang zu dem Vereinskonto haben, sondern die Menschen, die hier sind, die Menschen, die bereit sind, das Event mitzugestalten und die Menschen, die einfach das Event zu ihrem Event machen. Und danke, dass ihr diese Menschen gewesen seid über das ganze Wochenende. Ich freue mich, dass ihr zum Beispiel so Sachen wie einen Löt-Workshop angenommen habt, dass ihr beim Häkeln was gelernt habt, dass ihr Post-Quantum-Kryptographie gelernt habt, dass ihr euch irgendwelche elektronischen Gadgets angeguckt habt, die zufälligerweise gehackt wurden. Und ich freue mich, dass ihr alle dabei wart und so viel mitgenommen habt. Ich freue mich, euch beim nächsten MRMC wiederzusehen, die dann, ich kann es schon verraten, zum 20. Mal sich jähren. Das heißt, wir haben nächstes Jahr das große Jubiläum der MRMCD. Da wird es vielleicht auch noch ein oder zwei Ankündigungen geben. Das ist natürlich fürs Closing noch ein bisschen früh, aber da wird es dazwischen noch mal bestimmt ein paar Erwartungshaltungen für euch geben. Und wir freuen uns, wenn ihr auch, wenn ihr das Wochenende so genossen habt, dass ihr auch nächstes Jahr wieder Spaß haben könntet, dabei zu sein. Deswegen vielen Dank von meiner Seite im Namen der kompletten Orga, die sehr groß ist und die vielleicht können wir beim Opening, da haben wir noch ein bisschen mehr Zeit, vielleicht können wir da ein paar Leute hinstellen. Das wäre mal was Tolles. Und dann seht ihr mal, wer das hier alles vorbereitet hat, damit ihr so ein tolles Wochenende haben konntet. Deswegen danke, dass ihr dabei wart. Kommt gut nach Hause und bis zum nächsten Mal.